Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Hearthstone. Lass die Jagd beginnen. Nein, dich brauche ich nicht auf der Hand. Auf der Starthand zumindest. Wie in der letzten Episode schon gesagt, spiele ich hier und heute wieder ein Basiskartendeck. Gebaut vom Master Cube. Links zu ihm gibt es natürlich, wie immer, in der Videobeschreibung. Und schauen wir mal, wie es heute läuft. Denn gestern habe ich ja eine von zwei Runden gewonnen, die andere grandios versemmelt. Und dann lasse ich dir nochmal auf der Hand, oder am Feld besser gesagt. Mal schauen, ob er mir jetzt den Raptor nimmt oder nicht. Möglich wäre es ja. So, damit haben wir auch den gleich geschwächt. Den nehme ich dir dann gleich weg und schieße dir Schaden rein. Also hier haben wir anscheinend einen Spieler, der schon sehr fleißig die neuen Karten gesammelt hat. Die beiden, die ich gerade am Feld hatte, waren ja, wenn ich nicht ganz daneben liege, aus der ersten Erweiterung. Ein paar davon habe ich ja auch schon. Ich habe mir sogar schon angefangen, ein Murloc-Deck zu bauen. Das werde ich vielleicht irgendwann mal in den nächsten Tagen vorstellen, aber mein Problem im Moment ist, dass es noch ein, soll ich sagen, ein Prototyp ist. Was heißt Prototyp? Mir fehlen noch jede Menge Karten dafür, dass ich es wirklich herzeigen kann. Das kann ich jetzt nicht machen. Nee, kann ich nicht. Das muss nicht passen. So. Ja, Scherzkeks. Wenn ich nur ein Monster am Feld habe, ist zufällig so relativ. So, die nächste Karte, hinter der ich mich verstecken kann, muss. Irgendwie brauche ich jetzt mal. Na gut, nächste Runde kann ich den Ogre rauslegen, mit dem kann ich ihn seinen blöden Spotter weghauen. Ernsthaft. Jetzt möchte ich mal sehen, wie du den Ogre schnell und sauber wegbekommst. Wahrscheinlich schiebt er ihn jetzt. Und da würde ich blöd reinschauen und mich ärgern, dass ich jetzt quasi provoziert habe. Nein, er schaut dir mit einem Feuerball und einem Feuerschlag weg. Ja, er hat ja nicht viel am Feld, mit dem er mir nicht viel am Feld. Aber das, was er am Feld hat, reicht schon aus, um mich in arge Bedrängnis zu bringen. So traurig es jetzt auch klingt. Das Fass kann ich jetzt auch nicht nutzen, um ihn zu zerstören. Mir bleibt nur nächste Runde den Hundemeister zu legen und hoffen, dass der dann lange genug liegen bleibt, dass ich ihn erledigen kann. Also mit meiner... Hölzerner Fäden... Aha, okay. Ja, jetzt legt den auch noch lahm. Aber wenigstens. Oh, es kommt noch so ein Vieh. Scheiße. Jetzt nutzt mir wenigstens der etwas. Ich werde mal auf ihn das Mal des Jägers spielen und hoffen, dass der Mehrfachschuss ihn jetzt trifft. Ja, sehr gut. Wenigstens etwas. Und dich erledige ich so. Das war's. So, haben jetzt wenigstens seine Kreaturen erledigt, die er, mit denen er mir zu Leibe rücken wollte. Jetzt ist immer noch der, aber den kann ich ja nächsten Runde mit dir erledigen. Ja, ab jetzt heißt es in die Offensive gehen.
Da provozieren wir mal mit dem Kriegsgolem. Wenn er noch eine Karte zum Schieben hat, würde ich sie jetzt spielen, um einen Kriegsgolem zu beseitigen. Oder wenn er noch irgendeine andere Karte hat, mit der er meine Kreatur aufhalten kann. Ja. Dachte ich mir ja. Aber jetzt kann ich wenigstens sagen, ich bin vor seinen Schafangriffen sicher. Dann fangen wir mal an. Gut, damit Borsti nicht so leicht erledigt werden kann. Und hat schon mal schön wehgetan, der Schlag. So, Feuerplatte, glaube ich, jetzt zweimal gespielt. Also das Schieben definitiv zweimal. So viele Kontrollkarten dürfte jetzt nicht mehr haben, mit denen er mir wirklich lästig werden kann, so wie ich das Deck einschätze. Also heißt es jetzt einfach nur ihn schnell niederreißen. Und mit dem kann er auch nicht mehr viel Schaden machen, also keinen von den beiden bekommt er jetzt so nieder. Könnte ich mir sogar erlauben, nächste Runde beide Handkarten zu spielen, um wirklich Druck zu machen. Ich frage mich, ob... Ja, er scheint sich jetzt zu quälen damit, was er als nächstes tut. Anscheinend habe ich ihn wirklich in einer Situation, wo es für ihn kritisch wird. Was soll ich nur tun? Oder er hat einen Disconnect und ist weg. Die Lunte brennt und er tut immer noch nichts, das heißt, er ist wahrscheinlich weg. Oder er will mich einfach nur warten lassen. Nein, würde er mich nur warten lassen wollen, würde ich... Na, er ist noch hier. Dann müsste er mich etwa wirklich warten. Das wäre wirklich assi. Es tut mir leid. So, mal schauen, ob er jetzt irgendetwas tut. Ja, er tut etwas, gut. Was ist noch eine Verwandlung? Hatte der nicht schon zweimal gespielt? Oder wurde das jetzt nur eingebildet? Egal, er weiß nicht, dass ich den arkanen Schuss habe, glücklicherweise. Und ich ihn jetzt einfach über den Haufen schießen kann. So, das wäre für die erste Runde für heute. Und die zweite. Und die zweite folgt zugleich. Gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Lasst die Jagd beginnen. Mhm. Ja, bei der Starthand würde ich sogar sagen, lasst mir den Kriegsgolem auf der Hand. Ich habe die Münze und zumindest zwei Karten, mit denen ich kleinere Bedrohungen gleich wegschießen kann. Da kann ich sogar riskieren, so zu starten. Also sechste Runde könnte ich den Kriegsgolem draußen haben. Mhm. Den möchte ich nicht am Feld haben. Kann es wieder zurücknehmen. Oder auf den Friedhof legen, besser gesagt. Okay, das Totem gefällt mir auch nicht sonderlich. Riskieren wir jetzt mal, was da kommt. Perfekt. Dann kann ich nächste Runde sein Totem wegmachen. Ha! Was will ich jetzt sagen? Ups. Ruft Thaddeus herbei, wenn Stalag in diesem Duell bereits gestorben ist. Ich habe so das Gefühl. Achso, Stalag dürfte auch eine legendäre Karte sein, die er noch nicht, also die er nicht hat.
also nicht spielen konnte, zumindest einfach nicht tot. Dann erledigen wir die so. Und marschieren wir mal mit den 7-7er auf seine Lebenspunkte zu. Ja, hat er wirklich Pech. Ich habe 4 Kreaturen auf der Hand gehabt. 4! Und ausgerechnet die wurde runtergenommen. Es ist ja per Zufall. Ja. Gut, so, das so einen, selbst einen 7-7er geholt. Macht aber nichts, denn ich verstärke jetzt einfach meinen. Und greife in die Hand an. So, er kann jetzt versuchen, den nehmen, wird aber auf jeden Fall eine zweite Karte brauchen, um den zu zerstören. Ja. Gut, damit zerstört er mir die Kreatur auf jeden Fall. Den steckt er genug an, um ihn so zu traden. Aber er hat auf jeden Fall 2 Karten gebraucht, um den wegzubekommen. Und darum ging es mit der Aktion und um nichts anderes. So, jetzt wäre was schön. Nein, dich habe ich schon einmal auf der Hand. Du wärst ganz nett. Nein, ich nehme den Schildmeister. Und sage, das war's. Ja, und ich habe, muss ich sagen, gerade eine recht gute Situation. Ha! Zu früh gefreut. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine ganz gute Situation. Ja, Blödsinn. Ich habe eine ganz gute Situation. Im Moment. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Was? Wieso? Was? Hä? Oh, Schande. Jetzt habe ich ein Problem. Was? Der hat Windzorn? Von dem bekommen? Okay, ich würde sagen, das wäre es für mich gewesen. Nein. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Natürlich nicht. Oder Moment. Wow. Also das war jetzt echt haarscharf, dass ich den weggekriegt habe. So günstig vor allem. Ich bin die Essenz der Magie. Ernsthaft? Hat der Typ entdeckt, dass nur aus Legendaries besteht, oder was ist jetzt hier los? Was wenigstens macht das Ding nicht viel Schaden und der, wenn er jetzt keinen großartigen Spotter rausbringt oder mir meine Monster wegschießt, habe ich ihn noch. Kein Spotter. Ja! Ja, das war's. Wow, aber ich muss schon sagen, Leute, die Runde Graz, also, da hätte ich schwören können, die verliere ich jetzt, nachdem der den 11-11er draußen hatte. Aber an der Stelle muss ich nur sagen, man sieht, selbst mit einem reinen Basiskartendeck kann man mit ein wenig Glück und ein wenig Erfahrung und dem Wissen, wie man die Karten richtig spielen muss, auch sehr wohl ein Deck eines Spielers besiegen, der, ja, so wie der Spieler jetzt jede Menge guter Karten hatte. So, damit wäre es auch mit der Vorstellung des Jäger-Basiskartendecks vom Master Cube fertig. Und wie schon versprochen, gibt es morgen oder ab morgen eine Runde in der Arena. Wenn ich so auf meine bisherigen Arena-Durchgänge zurückdenke, schätze ich, das wird 2, 3, vielleicht, wenn es mal gut laufen sollte, 4 Episoden dauern.
und danach geht's wieder mit Dragon Age Origins weiter. Dann wünsche ich euch bis morgen oder bis demnächst alles Gute und hoffe, wir hören uns bald wieder.